Es ist Zeit, den Entsafter aus dem Schrank zu packen. Der Gegner, der hier gerade stand, habe ich gerade noch weggesnipert, weil ich gedacht habe, ja, vielleicht gut. Bisschen mehr Zeit spart, hat ja. Oh mein Gott, waren das doch keine zwei. Okay, ich wurde gebeten, hier ein bisschen mehr rumzukeulen. Und deswegen werde ich auch die Keule weiter benutzen. Wer weiß. Wo kommen die alle her? Diese Penner. Stehen die wieder auf? Sind es Totenbeschwörer-Gegner, die wiederbelebt werden? Oh Gott. Na, wenigstens ist die Keule gut. Macht, wie gesagt, magischen Schaden ein wenig. So, wir kommen von da oben und wir müssen... Ach so. Aha. Wir sind also auf einer tiefer gelegenen Ebene, die ich auch mit Runterfallen erreicht hätte. Super, das hat sich jetzt ja voll gelohnt, das zu zeigen. Madade. Ja. Okay, und da kommen sie wieder von oben herunter, weil sie von unten nicht nach oben kommen können und da sowieso nichts reißen. So, anscheinend... Ich hab ge... Hä? Okay, ich bin am nächsten verwirrt, weil ich gedacht habe, dass ich jetzt hier sowieso irgendwie einen ganz anderen Weg... noch einen ganz anderen Weg gehen kann. Super, jetzt warte ich hier noch seine Performance ab. Hier seinen tollen Balletttanz. Und, ja, unten... sind jetzt anscheinend wieder diese massigen Gegneransammlungen. Runterspringen bringt jetzt hier gerade nichts. Ich werde hier wohl sowieso nur sterben, wenn ich jetzt hier runterfalle. Deswegen schneide ich sozusagen bei der nächsten mir bekannten Abkürzung, nicht Abkürzung, Kreuzung, die wir noch nicht gesehen haben, wieder rein und werde mich hier ein wenig durchschießen, wenn man mich denn hier mal treffen lässt, ihr blöden Penner da unten. Genau so, den Kopf schön hoch. So, ich mache jetzt wirklich aus. Bis gleich. Ja, ich bin hier sozusagen direkt runtergefallen beim Snipern. Super toll. Vier Gegner, mit denen ich es zu tun hatte. Ich war rauf und dran kaputt zu gehen, aber ich konnte sie noch alle umbringen. Ich habe allerdings die Aufnahmetaste nicht mehr erwischt im Eifer des Gefechts, weil das Leben dann doch wichtiger war, als das Ding zu zeigen. So, da war die Stelle, wo ich runtergejumpt bin. Dann müsste es hier ganz normal weitergehen. Ich bin aber entsetzt, dass man mich hier tatsächlich in diesem Wahnsinnsaufgebot an Mistviechern, die da rumlaufen, auch noch hinschickt. So, wenn ich jetzt mich recht entsinne... Moment, hier konnte ich runter... Okay, dann waren hier noch nicht die Ratten. Ach, das Schöne ist mit dem Regenerationskram, es ist mir so egal. Ey, du warst gestaggert, du... Warum können sie sich manchmal davon... Oh. Oh, mal sehen, ob sie wieder hier im Heu schlafen. Wieder neue Pornos drehen, jawohl. Ja, gleichgeschlechtliche Liebe unter Goblins. Was, du lebst immer noch? Ich hasse es wie die Pest. Wenn die leeren Leisten leer sind, aber tatsächlich nicht leer sind. Deswegen sind es keine leeren Leisten. Und deswegen sind's, benutze ich den falschen Terminus. Sagen wir es mal so. Irgendwie kommt mir das ja so unbekannt vor. Ja, das könnte daran liegen, dass du das letzte Mal runtergesprungen bist, Bert. Wie... Kotzschwere Not. Ist da noch einer? Stehst du da gerade auf oder fällst du um? Er fällt um. Das finde ich gut. Lieber umfallen als aufstehen. So. Als sich wieder zu erholen. Willst du runterfallen? Du willst runterfallen! Komm! Geh in den... lohnt es sich jetzt? Ich versuche den Boden unter mir anzuzünden. Und das schafft er auch! Wie kann er das wagen? So. Schelle links! Und runterfallen. Moment, Nase gerade komisch. So, der scheint ja einfach nur so blöd rumzuliegen. Dann nehmen wir das auch mal. Oh, ich habe heilige Gewänder. Ja, wenn ich... Oh, oh, da will jemand die heiligen Gewänder von mir haben. Da kannst du aber. Ja, ich weiß, hier. St. Martin hätte seinen Mantel geteilt, so nackt, wie du hier rumläufst. Aber ich bin nicht St. Martin, nein. Ich bin Death Martina. Nein, ich bin Koishi. Ja, ich mag den Namen. ja, ich fürchte, ich werde mich hier ein bisschen durch die Gegend böllern müssen. Ah, ich habe gerade gedacht, meine Seelen wären die Anzahl der Munition, die ich mit mir herumtrage. Ist hier Krabi tot? Ich habe keine Ahnung, was das für Blutdinger sind. Ich weiß nicht, ob sie explodieren und mich ebenfalls kränkelnd machen. Deswegen werde ich sie einfach wegschießen. So. Oh Gott, was ist mit meiner Nase los? Wenn ich erkältet wäre. Ja. Zu viele Drogen. Nein, ich nehme keine. Außer hin und wieder mal einen guten Tropfen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Einen ganz guten Tropfen. Deswegen bin ich arm wie eine Kirchenmaus. Wieso kannst du in der Luft... Oh, vielleicht hat er auch was, wenn ich in der Luft... Oh.
Oh, zum Glück habe ich die olle Alte nicht erwischt. Die ist mir ja so schon nicht wohlgesonnen. Aber ich finde es nett, dass sie eine fleischfarbene Mütze trägt. Gut, hier müssten die Ratten sein. Und ich werde trotz der doppelten Power des heiligen Kolbens und des heiligen kolbenähnlichen Ringes, der eigentlich kein Kolben ist, sondern irgendwie ein Nasenpier... Bist du zu blöd, um die Ratte zu treffen? Danke. Ich meine, danke, dass du mal wirklich triffst. Ja, ich mach's jetzt auf die einfache Art. Wie gesagt, ein einziger Treffer von diesen blöden Mistratten. Das hatte ich in der letzten Folge ja leider Gottes nicht mehr aufgezeichnet, weil ich dachte, oh, hier hinter der Nebelwand bist du sicher. Natürlich. Beißen mich die blöden Mistviecher dann dadurch mal schön... Aha, da versteckt sich noch was. So. Das bringt dir nichts, dank der Macht des Aufschaltens. Die Zelda erfunden hat, ich weiß es gerade nicht. Oh! Oh, davon da kommen sie jetzt. Von allen Seiten. Aber da haben die meine Nase schon wieder. Und ich spiele auch mit der Ratte Fußball. Oh Gott, ich komme mit diesen Gegnern hier scheinbar auch nicht zurecht. Dann schubsen die mich hier, wie im Kindergarten geht's hier zu. So, bevor die mich irgendwie nachher auch noch schön irgendwie überraschen. Noch ein bisschen nach da ziehen. Da kommen auch die Headshots mal zustande. Oder die Rückenshots. Treffen, danke. Und jetzt Arrow to the Knee. Genau rechtzeitig hole ich mir das Schild wieder hervor. Den Schild hervor. So. Bin mal gespannt, wie viel Schaden wir dem da hinten jetzt zufügen können. Hatten wir ja noch irgendwie letztes Mal erwischt. Mein Gott, die verfehlt. Zweimal hintereinander diesen großen Mist. Hein hier. Verfehlt. Oh oh. Was hat er mich erwischt? Nein, hat er nicht. Finde ich gut. Oh oh. Oh, er hat mich nicht erwischt. Wie kann das jetzt bloß? Oh Gott. Ich sollte diesen Kampf rausschneiden, aber er ist intensiv. Bitte nicht schubsen. Nicht schubsen. Ich hasse es, wenn sie schubst. Obwohl sie nicht schubsen soll. Weil ich irgendwie gerade mit dem Stick nach vorne drücke. Und jetzt staggern lassen, staggern lassen, staggern lassen. Töten! Jawohl! Oh, ich weiß immer noch nicht, ob ich was von dem blocken kann. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne zu meiner Leiche. Aber von hier, hier kamen sie letztes Mal von hinten. Keine Ahnung, ob die hier runtergefallen sind. Und hier fiel irgendwas runter. Jetzt gucke ich nochmal doppelt. So, da liegt alles tot. Das ist schön. Dann renne ich jetzt hier einfach mal hier hin und gucke mich nochmal um. Ich höre was rascheln. Ich höre nicht, von wo es raschelt. Doch, von da raschelt es. Dann gehe ich mal wieder schön hier hin. Da habe ich ein bisschen Platz zum Ausweichen. Und lass die hier erstmal ein bisschen ankommen. Hier bitte ihre Ausweise, bitte. Schwarzeinwanderer. Ich meine... Oh Gott! Raubkopierer! Raubkopierer-Mörder! Ah! Ich bin Mr. GEMA! GEMA-Man! Holt sich Geld für Unrecht ein. Nein, ich habe es nicht geübt. Leiche! Leiche! Ich habe das geschafft, womit ich nie gerechnet hätte. Ich habe meine Leiche wieder eingepackt. So, da war... Der steckt... Oh, oh! Scheiße! Nein, ich will nicht zu ihm rein! Ich will nicht zum Feuermann! Ich will nicht zum Feuermann! Es ist auch kein... So, ein Feuermann weg. Da kommen sie schon wieder! Ich weiß nicht woher! Aua! Mein Gott, ist das Schaden! Zum Glück habe ich gute Heilung, gute Autoregenfähigkeit. So, jetzt dicker Schlag aufs Knöpfchen! Und hinterher. Gut. Moment. Wo kommen die her? Ich verstehe nicht, wo die herkommen. Wachsen die aus dem Holz raus? Sind das Holzgoblins? Holzwürmer. Zönk. So. Da fallen die tatsächlich von oben runter. Gibt's da ein Nest? Redet mit mir. Gebt mir Zeichen. Irgendwas. Damit ich beim nächsten Mal nicht schon wieder krepiere. So, gibt's hier im Heu irgendwas? Nein. Ich höre wie... lecker Würmchen. Oh Mann, ich hoffe, ich stehe hier weit... Nein, nein, ja. Ich hoffe, ich stehe weit genug weg. Also, wie es aussieht, wachsen diese komischen Blasen, Herzen, whatever es sein soll, aus diesen komischen Kakerlaken-ähnlichen Viechern, die sich gerade irgendwie... Habe ich den jetzt erwischt? Leider Gottes geben die auch noch so wenig Seelen. Ich meine, rein was die Seelen angeht, die man hier vom Gegner kriegt, könnte man meinen, dass hier ist... Moment, die halten mehr aus als die anderen, oder? Oder ich treffe einfach nicht. So, schön in den Hintern rein. Sehr gut. Oh, ich habe gedacht, das Zeug, was hier runterfällt,
fällt runter. Ich meine, da ist ein Gegner, der kommt. Ja, ich glaube... Oh, 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 oh. Bevor ich die hier alle gleichzeitig ziehe, ziehe ich den hier erstmal ab. Schieß ihn um! Danke. Schieß den auch um! Okay, lass es bleiben. So. Ach Gott, ich hasse es, dass ich aus dem Sniper-Modus raus muss, damit ich... wie heißt es? In den... damit ich meinen Schild austauschen... Oder den Bogen austauschen kann gegen Schild. So, da hinten ist wieder so ein großer Affe, fürchte ich. Bisher lief das ja ganz gut. So, hier nochmal Piercing. Naja, obwohl Antennen vergeben. Oh, nein, nein, böser Mann, böser Mann. Aus dem Sniper-Mut raus. Oh Gott, ins Kreuz rein. Und schön, 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 schön. Nein, nicht runterfallen. Obwohl, du kannst doch runterfallen, dann glaube ich wenigstens. So, schön runterlocken. Ein bisschen... Knabberkrams, weil es gerade so spannend ist. Ein bisschen Poppen. Korn. Oh, oh. Was macht der gerade? Ich sehe es nicht. So, bist du da schon eingesperrt? Kommst du nicht hoch, weil deine KI scheiße ist? Sollen wir es riskieren? Naja, kommt doch. Okay, riskieren wir es nicht. Aber ich kann Schläge von ihm blocken. Er kann nicht mehr geradeaus gehen. Vielleicht hat er sich den Alkoholkonsum von mir angeschaut. Lass mich hinter dich. Lass mich hinter dich. Ich bringe dir Frieden. Ich bringe dir Liebe. Okay, hier, Liebesknochenschlag. Liebesknochenschlag 2. Und jetzt tot. Oh Gott, wie ich diese Mist... Und guckt mal. 198 Seelen gegen einen Gegner, der wesentlich, ja, meiner Meinung nach schwieriger ist als diese blöden Mistskelette, die in Martal der Stürmer rumlaufen. Und die geben irgendwie so das Doppelte bis Dreifache. Wieso? Wieso? Sollst du nicht machen? Wo ist Stampfi? Wo macht er denn Stampfi hier? Oh. Stampfi? Von wo Stampfi? Ich versteh's nicht. Kommt jetzt einer von hinten? Ich habe keine Lust, dass einer von hinten kommt. Vielleicht ist er von oben und kommt nicht durch, will sich durch den Boden durchstampfen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Was weiß man denn, was ja wieder viel ekelhaftes Zeug rumfließt und knauselt und meh und snurp und snorm. Okay, ich guck nochmal hier in den hinteren Bereich. Gab's hier schon Bossgegner oder gab's hier noch keinen Bossgegner? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich werde mich aller Voraussicht nach einmal ganz kurz hier frisch machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, für den Fall der Fälle habe ich noch meinen Regenerationsring an. Ich habe Terpentin auf das Feld vor Ort zunehmendem Mondgras gelegt und mein Uchigatana angezogen. Das Problem ist nämlich, dass ich mit meiner heiligen Keule... Kann ich jetzt nochmal? Nein, jetzt nicht zweimal Terpentin. Weil ich meine heiligen Keule, weil sie schon magisch ist, noch nicht kein Feuereffekt oder sonstiges applizieren kann. Oh mein Gott, es ist tatsächlich der Boss. Here I am, the great mighty Boo, and I will throw my shit at you. Der Anfang sieht ein bisschen ähnlich aus. Was man hier nicht, den Fehler darf man nicht machen, hier geradeaus zu laufen, dann ist man nämlich tot. Was man hier machen kann, dieser Bossgegner ist ein Sinnbild dessen, was die Designer bei manchen Bossen einfach total gefehlt haben. Nämlich, man kann den Gegner mit Fernkampfattacken von oben quasi... Aha. Man kann den mit Fernkampfattacken Attacken von oben erledigen, ohne dass er sich wehrt. So, ich glaube hier noch... Ja, und er schmeißt wirklich mit seinem Scheiß auf mich. Obwohl, das sind eigentlich Egel. Und es macht ordentlich Schaden, wie man sieht. Und, Igitt, ich bin bedeckt mit Zeug. Oh shit, was mache ich jetzt? Am besten, Terpentin. Genau. Ist das jetzt ein Fehler gewesen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Mistboss funktioniert. Ich nehme nochmal Zeug und dann gibt's auf die Omme. Okay, er macht Rabatz, 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 Rabatz. Okay, Doppelwielding. Und dann mal gucken, dass wir hoffentlich hier mal ein bisschen ordentlich Treffer einstecken lassen. Oh, oh. Ich glaube, ich sollte nochmal besser hier ein bisschen was futtern. Das Problem ist, er kann sich heilen mit irgendeinem Zeug, was er hier auf sich drauf setzt. Und ja, das erste Mal, als ich ihn gemacht habe, war es im Grunde eine reine Materialschlacht. Sprich, ich habe mir... alles mögliche an... Scheiße. Heilzeug reingeschmissen. Heil dich. Danke. Und jetzt noch...
Sonst habe ich keine Ahnung, wie er funktioniert. Ich habe mal früher versucht mit Ausweichen, hat alles nicht funktioniert. Einfach Heilung reinwürfen, was geht, und ihn dann mit mächtig Schaden hinüberbrezeln, bevor er sich wieder heilt. Und ich habe ihn geschafft. Gott sei Dank. Diesen scheiß Level nicht nochmal machen. Hula Buddha Buddha. Erster Versuch. Mit denen wenig Superheil-Items hier, mit zunehmendem Mondgras. Das ist das Beste, was ich, glaube ich, momentan habe. Ist quasi, einmal einfach alles fressen, was er hat, einfach draufhauen und dann glücklich sein, hoffentlich. Ja, man kann es sicherlich irgendwie besser machen. Ich, kann es nicht. das, wie gesagt, Materialschlacht beim allerersten Mal, als ich nach Level 1.1 hier mitten in meinem Ausprobecharakter hingegangen bin. Allerdings hatte ich das Uchigatana da nicht, da habe ich meine heilige Keule genommen und habe einfach drauf gesammelt. Das hat ewig gedauert. Hatte wohl eine riesen Ansammlung an guten Heil-Items, weil ich den Rotaugenritter in 1.1, den optionalen quasi... Riesenkeule! Da! Kann ich sie tragen? Mal sehen, was eine Riesenkeule macht. Ich kann sie... Oh, skaliert mit Stärke auf A! Und kostet nur 20 Stärke zum Ausrüsten. Riesenkeule mit Nagelbrett? Yay! Ob sich das lohnt? Worms! Habe ich eine neue gute Waffe? Wer weiß. Nur, was haben wir hier? Saugsteinscherbe. Ja, das ist Schmuck, Mundschmuck für Frauen. Frauenpiercing, wo wir schon mal dabei sind. Ja, hier liegt ziemlich viel Zeug rum. Und habe ich jetzt alles? Habe ich jetzt nicht alles? Ja, wir haben 5.1 erledigt. Nehmt das, Leute. So, ich werde mich jetzt wieder zurück teleportieren in mein Gemächern. In mein Gemach, nämlich den Nexus, wenn ich die zappelnde Dämonenseele hier eingesammelt habe. Und wir sehen uns im Nexus wieder. Ich bin gerade happy ohne Ende. Und außerdem, ihr wisst, was euch erwartet. Natürlich gerne immer noch irgendwelche Kommentare bezüglich meines Glaubenkrieger-Vorhabens, ob das irgendjemand, ob es da irgendwelche Leute gibt in hoher Anzahl, die es nicht sehen wollen. Dann gleichzeitig wieder hier die Levelübersicht. Ja, machst du immer wieder Sorgen, kleiner Schnuffelhund. Was ihr als nächstes sehen wollt, ich deponiere gerade mal mein Zeugs, was ich eingesammelt habe und gerade nicht brauche. Ob ich die mächtige Superkeule austesten werde, wahrscheinlich werde ich dafür das Uchigatana mal wegpacken. Ja, komm, Uchigatana weg. Halbmond, Falchion, auch mal weg. Morgenstern und... Nee, Morgenstern nicht. Morgenstern habe ich gefunden und Morgenstern kann weg. Wunderbar. Ja. Ich sollte mir vielleicht nochmal neue Pfeile kaufen. Ich habe nur noch 33. Mein Heiligengewand. Ich guck gerade mal rein. Ich zeig's einfach mal. Mondschau. So, kurze Mondschau, kleinen Moment. Okay, ich sehe, das Heiligengewand kann ich nicht anziehen, weil es wahrscheinlich was für Kerle ist. Das bedeutet also im Umkehrschluss, dass Frauen unheilig sind, weil es ihnen nicht passt. Und ich habe hier immer wieder gesagt, Frauen sind das Urböse. Sichelmondgras habe ich noch und nöcher. Soll ich mal an das gute Zeug wieder rankommen? Ja, votet. Ich gucke ansonsten nochmal kurz hier in die... Wie nennt sich's? In die... Indiana Jones? Nein. Oh Gott, keine Ahnung. In die... Ach Gott, wie heißt es noch was? Weltentendenzen. Es hat, scheint sich wieder etwas rückgebildet zu haben. Liegt vielleicht an der Serverlatenz. Ja, ich weiß nicht, ob der Server mir das irgendwie zunichte macht. Dieser Server-Mittelwert. Ansonsten muss ich mal gucken, wie sowas komplett weißes aussieht. Ich weiß, dass ich in 5.1 was machen könnte, wenn das jetzt komplett weiß sein sollte. Ich werde mich bis zum nächsten Mal wieder umbringen, Pfeile kaufen. Bis dann. Ciao.